Ja, moin, moin Gerd. Guten Morgen, Hartwig. Du hast ein wunderbares Thema vorgeschlagen, Dunning-Kruger-Effekt. Wow, das klingt aber nicht nach klarer Kante, oder? Das wird vielleicht noch kommen. Das wird, biege dich nicht zu sehr in Sicherheit. Okay, aber Gerd, ich habe dich unterbrochen. Du wolltest Nee, gerade. ich wollte dich bitten, das Thema vorzustellen, Ja. weil es von dir kommt und B, du da auch kompetenter bist als ich. Okay. Ich glaube, wir beenden gleich unsere Sendung mit dem Kompliment. Ist das komplette Wochenende gerettet? Okay. Ja, Dunning-Kruger ist. Dunning-Kruger. Das ist mir. Vor Jahren ist mir aufgefallen, dass es relativ viele Leute gibt, die scheinbar als Experten über Dinge reden und sich nach wenigen Sekunden als Luftnummern entpuppen. Das ist, wenn man so will, Schwätzer, die in ihrem Selbstverständnis denken, sie seien Nobelpreisträger. Und offensichtlich ging es mir nicht alleine so, sondern auch den beiden Herren, der Dunning, ich würde mein Monat sagen, der Dunning und der Kruger, das sind zwei Wissenschaftler von der Cornell University in den USA, und die haben sich damit beschäftigt, haben Umfragen durchgeführt und so weiter und so fort. Und das Ergebnis ist dieser Dunning-Kruger-Effekt. Und der Dunning-Kruger-Effekt sagt halt, jetzt natürlich so feiner intellektualisiert, sagt er, das, was ich gerade geschildert habe, dass es Menschen, die im unteren Viertel der Problemlösungskompetenz sind, im unteren Viertel, dass sie das Verständnis haben, sie befinden sich im oberen Viertel, dass sie eine außerordentlich große Kompetenz haben in Sachen Lösung von Problemen, aber dass es ihnen daran mangelt, sich und ihre Lösungsansätze selbstkritisch wahrzunehmen. Also ich weiß nicht, was man im Ruhrgebiet sagen würde, und würde dann wohl sagen, das sind einfach Schwätzer oder Arschgeigen, die der Punkt und so weiter. Aber das hat mich Dunning Kruger gesagt. Dunning Kruger hat einfach darauf hingewiesen, dass es die gibt. Und die haben auch, weil sie keine wirkliche Expertise haben und keine Selbstkritikfähigkeit, haben sie keine Vorstellung, erstens, was die beste Lösung in der Situation sein könnte. Häufig kennt man die ja auch nicht. Und die haben auch zusätzlich nicht die methodische Kompetenz, zu wissen, wie sie sich einer besseren Lösung nähern können. Punkt. Ja, wunderbar. Die Frage, die ich mir stelle, wie kommen die dahin? Ja, das ist eine Ne? coole Frage. Das Also ist eine coole Frage. die eine über, also dass es Menschen gibt, die sich selber überschätzen, ist ja jetzt keine neue Erkenntnis. Ja. Die gibt es zuhauf. Man kann die, wenn man die Gelegenheit hat, die zu beobachten. Wozu wir mehr Gelegenheit haben, als wir vielleicht wünschen, ne? Wenn man diese ganzen Talkshows sich ansieht, ja, wo momentan die großen gesellschaftlichen, geopolitischen Krisen verhandelt werden, da bin ich dann doch entsetzt über Ja. das Ausmaß von Leuten mit dem, wie nennt man das dann, mit dem Dunning-Kruger. Effekt. Nee, nicht Effekt, sondern Dunning-Kruger, Malus oder wie auch immer. Also jedenfalls nicht, dass der Effekt, dass nichts, also Leute, die eigentlich kompetenterweise nichts dazu zu sagen haben, plötzlich im Fokus stehen. Die Frage ist, wer lädt die ein? Ja. Wer arrangiert sowas? Und wird mit denen nicht was bezweckt? Wie gesagt, Mangelware sind Menschen, die sich selber überschätzen, ja nicht. Und man kann ja bei der Beobachtung relativ schnell feststellen, ob sie diesem Effekt unterliegen oder nicht. Weil kompetente Menschen sagen, wenn sie alles Mögliche gefragt werden, sagen die in der Regel, wo sie sich nicht äußern, weil sie sich dazu nicht kompetent genug fühlen.
Ja, das gibt es, das sind souveräne Menschen, die sowas sagen und sagen, also da frag mich lieber nicht, da bin ich nicht so versiert. Die antworten auf alles. Ja? Also egal, was man sie fragt, also von Klimafragen über ballistische Detailfragen in Kriegsfällen bis zu epidemiologischen Geschichten, die können ja zu allem sofort wie aus der Pistole geschossen eine Antwort geben. Ja. Und da wird dann auch immer bedeutsam genickt seitens der Moderatoren oder Moderatorinnen. Ja. Und was mir auffällt, ist, wie gesagt, da gibt es eine Überpopulation in diesen Sendungen. Also erfüllen die einen bestimmten Zweck. Und was mir auffällt, dass wenn da mal kompetente Leute sitzen, die ja auch ab und zu, meine These, aus Alibi-Gründen eingeladen werden, dann wirken die eher immer wie ein Störfaktor in der Diskussion. Ja? Also mir fällt das jetzt bei dieser Ukraine, bei dem Ukraine-Krieg auf, wenn da zum Beispiel Militärs sitzen, ja, also die ihrerseits auch schon hohe Ränge hatten oder noch haben, die wahrscheinlich am besten über die momentane taktische Situation referieren könnten. Die werden ja runtergebügelt, ne? Wenn da so ein Dunning-Kruger-Hanswurst irgendwelche Phrasen raushaut. Ja? Also das ist schon ein kurioses Panoptikum. Meine Frage ist, okay, wie gesagt, nochmal meine These. A, es gibt genug davon, die sich überschätzen und meinen, sie könnten zu allem was sagen. Das ist wahrscheinlich auch ein Zeitphänomen, weil niemand mehr in die Schranken gewiesen wird wegen solcher Geschichten. Ja. Aber es ist auch ein Spiel. Ja, es wird inszeniert, man holt diese, ja, diese Knallchargen holt man in diese Sendung und aus Alibi nimmt man dann noch jemanden dazu, der tatsächlich was zu sagen hätte, aber der kommt nicht zu Wort. Ja, ja, ja. Und dann sind wir schon bei einer politisch lancierten Geschichte, die zu allem Möglichen führen soll. Ja. Was das? Ja, absolut, absolut. Die Frage ist ja, was, ich meine, das ist ja kein befriedigender Zustand. Ja. Ja? Also, dass plötzlich in gravierenden Krisen gesetzt wird auf das, was man vielleicht noch den öffentlichen Diskurs, den es ja eigentlich gar nicht mehr gibt, aber da, wo diese Fragmente noch stattfinden, ist natürlich ist zum Beispiel im Fernsehen oder im Rundfunk. Im Rundfunk hat man öfters mal noch die Kompetenten. Im Fernsehen, in den Talkrunden aber nicht. Warum ist es so, dass man inkompetente Leute einlädt, um was zu machen? Also es geht anscheinend nicht um Lösungsansätze. Ja, du hast ja auch gesagt, die sind im unteren Viertel, wie immer die das gemessen haben, die Herren Dunning und Kruger. Aber die sind im unteren Viertel derer, die überhaupt Lösungsperspektiven entwickeln können. Und die lädt man ein, okay, da weiß man natürlich, da wird auch keine Lösung kommen. Wenn wir uns die Diskussionen ansehen, ja, ob wir die Pandemie nehmen oder ob wir jetzt den Krieg nehmen, werden Lösungsansätze ja im Grunde systematisch ausgeschlossen. Ja, ja, also die Frage, wer heute die Frage stellt, wie sieht es denn aus nach dem Krieg? Das ist ja im Grunde genommen, was niemanden interessiert. Das Naheliegendste eines solchen Super-GAUs ist ein Status nach dem Krieg, nach dem Elend, das gekommen ist. Wie könnte eine Ordnung aussehen, wo wieder Frieden einkehrt und ein stabiler Fakt wird? Das interessiert niemanden. Ja, ja. Also ich glaube auch, oder sagen wir, ich bin eher davon überzeugt, dass diese Dunning-Kruger-Knallchargen, dass die eingeladen, dass die nicht eingeladen werden, um Lösungen zu entwickeln. Denn Lösungen das können sie ja nicht. Genau, das können um Lösungen zu entwickeln, müssen sie ja selbstkritisch feststellen, wo die Defizite augenblicklicher Lösungsansätze sind, eine Vorstellung davon haben, was der bestmögliche Lösungsansatz sein kann. Das können sie nicht. Was sie aber können,
in der Regel, mit einem unglaublichen Selbstbewusstsein, ohne jeden Selbstzweifel, einfache Lösungen zu präsentieren. Und einfache Lösungen haben ganz, ganz großen Charme in komplexen Situationen. Also wenn ich in komplexen Situationen bin, wie den der militärischen Auseinandersetzung zwischen Ukraine und Russland und so weiter, dann das ist eine Situation, die so komplex ist. Da spielen so viele verschiedene Faktoren eine Rolle. Und da etwas vorherzusehen, ist unmöglich. Also man kann verschiedene Szenarien entwickeln. All diese Szenarien haben dann vielleicht scheinbar mathematisch kann man denen Wahrscheinlichkeiten zuordnen, aber mit Sicherheit halt nicht. Da hat Habeck gestern Abend in der Sendung bei Lanz recht gehabt, nachdem vom IFO-Institut eine Wissenschaftlerin vorhergesagt hat, dass das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr vermutlich zwischen 3 und 5 oder 3 und 1% sinken wird. Und das klingt ja auch gut. Sie hätte vielleicht noch psychologisch ein bisschen manipulieren können, 1,0 sagen sollen, zwischen 1,0 und 5,1, einfach um Eindruck größer Exaktheit zu vermitteln. Aber wie auch immer, sie hat dann diese Werte angegeben und der Moderator Lanz hat dann den Wirtschaftsminister Habeck in die Ecke zu drängen versucht, indem er gesagt hat, er wollte einfach eine Zusage von Habeck haben, dass man mit dem Gasexport jetzt einfach sofort runterfährt. Und Habeck hat dann Habeck hat sehr, sehr souverän gesagt, er sei halt per Eid dem Wohle der deutschen Bevölkerung verpflichtet. Und er sei nicht verpflichtet an Zockerei. Und nachdem dann Lanz nochmal nachgehakt hat, auf die IFO-Wissenschaftlerin verwiesen hat, die auch mit großer Selbstüberzeugtheit halt darauf hingewiesen hat, dass sie da ein seriöses Modell oder eine seriöse Modellierung vorgenommen hat, habe ich gesagt, naja, das glaube ich schon. Sie haben über viele, viele Jahre oder Jahrzehnte Erfahrung, wie sie im normalen politisch-wirtschaftlichen Betrieb, wie sie Modelle verfeinern. Und dann fragt er, haben Sie irgendwelche Benchmarks, irgendwelche Erfahrungen, die mit vergleichbaren Kriegen zu tun haben in Europa, die es Ihnen erlauben, Ihr Modell zu verfeinern? Und dann war die Luft raus. Ja. Aber nochmal, aber selbst Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind nicht gefeit, diese eine Wissenschaftlerin, die macht einen sympathischen, kompetenten Eindruck, aber die vermittelte nicht den Eindruck, dass sie ihren Lösungsansatz ausreichend abgegrenzt hat. Und einfach sagt, unter den Bedingungen taugt das für eine Modellierung. Und eigentlich hätte man dann nicht von, ich weiß nicht, was ist Habeck? Dr. Phil hat Philosophie oder Soziologie studiert. Auf jeden Fall ist er kein Volkswirt. Ja? Aber nee. die Fragen, die er stellt... Naja, er ist Politiker. Das ist ja grundsätzlich ein Unterschied gewesen, jetzt auch in der Corona, während der Corona-Pandemie. Da hieß es plötzlich, hört auf die Wissenschaften. Ja. Die Wissenschaft spielt eine Rolle, die Wissenschaft ist wichtig, die Wissenschaft besteht aber nie aus einer Meinung. Das war der erste Irrtum, der permanent wiederholt worden ist. Und das zweite ist, Wissenschaft und Politik sind völlig andere Felder und die Politik muss bestimmte Dinge mit beachten, die für die Wissenschaft völlig uninteressant sind. Das ist das Wichtige. Da geht es um gesellschaftlichen Zusammenhalt, da geht es um Identifikation, da geht es um mögliche Verwerfung, da geht es um Praktikabilität über längere Zeiträume. All das interessiert die Wissenschaftler bei bestimmten Aussagen nicht. Das ist das eine. Ja, bitte. Das eine. Das ist das eine und das andere ist, ich glaube, also weil du das gerade so schön gesagt hast, geht mir nämlich seit Tagen durch den Kopf, dieser Amtseid. Ne? Also der Bundeskanzler wie alle Minister haben einen Eid abgelegt, wo es heißt, sie geloben, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Ja. Wenn so Experten, ja, so Atlantikschnauzen wie der Röttgen sagen, man muss sofort das russische Gas abdrehen, hätte das zur Folge, wir kennen ja jetzt das Beispiel, der Vorstand der BASF hat sich gemeldet und angesagt, müssen die Produktion hier einstellen. Also mal abgesehen davon, was lieferkettenmäßig daraus resultiert,
Aber hier am Standpunkt Ludwigshafen sind dann gleich 40.000 Arbeitsplätze vernichtet. Ja. Und dann der Herr Lanz gestern, ich habe nur 30 Sekunden gesehen, da habe ich abgeschaltet, weil ich sowas nervlich nicht mehr aushalte. Ja, das mag ja sein, Herr Habeck, ja, aber in Kiew regnen die Bomben auf die Köpfe, also was auch Schwachsinn ist, aber und aufgrund dessen wäre man doch moralisch verpflichtet. Das ist die Aufforderung, den Amtseid zu verletzen. Ja. Ja? Und da denke ich mir, wir hatten ja gesagt, wir wollen ein bisschen mehr Klartext reden, da denke ich mir, das ist ein Fall für die Staatsanwaltschaft. Ja? Also wenn diese ganzen Moderatoren meinen, die könnten unsere Mandatsträger davon abbringen, sich an ihren Amtseid zu halten, dann ist das eine Geschichte, da müsste ermittelt werden. Und wenn so einer wie der Röttgen so einen Unsinn erzählt, das ist Aufforderung, das ist die Aufforderung, die deutsche Industrie zu sabotieren. Ja? Das ist ein Fall für einen Staatsanwalt. Wenn das so funktionieren würde, wenn man das mal jetzt ernst nehme und nicht sagt, die haben alle Immunität, die genießen Immunität, wie diese Hans Wursten, die unter Kruger, dann im Kruger-Effekt leiden, die man da einlädt. Und dann fällt mir ein Begriff ein, der da eben noch passt. Ja? Also es gibt diesen Effekt, dass Menschen sich chronisch selbst überschätzen und wenn sie gefragt werden, auch immer freudig Auskunft geben. Und dann gibt es, wenn man die einsetzt, ganz bewusst, um bestimmte Ziele zu erreichen, dann ist das ein Frame-up-Verfahren. Ja? Also was die im amerikanischen durchaus gang und gäbe ist, da hat man den Rahmen schon gesetzt und weiß, was dabei rauskommen soll. Ja, und was dabei rausgeht, genauso wie man auf der einen Seite holt man die sich selbst überschätzenden Laien und auf der anderen Seite holt man Hetzer, ja, in diese Sendung, die entweder Atlantiker sind oder, wie sich leider Gottes auch das diplomatische Personal der Ukraine entpuppt. Ja, das ist der, ja? das ist der Mel Melnick, ja. Ja, und das ist Frame-up. Ja, Dunning-Kruger und Frame-up, ne, das passt eigentlich ganz gut zusammen, ja. Weil da herauskommen soll die Eskalation. Ja. 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 Und unsere Zeit ist gleich wieder rum. Ich meine, soweit Dunning-Kruger und wie haben wir das genannt beim letzten Mal? Unser Motto. Ich kam wieder mit diesem Management-Geschwurbel, Corporate Identity und Mission Statement und so weiter. Und du meintest dann ganz pragmatisch, unser Motto ist klare Kante. Und aus meiner Sicht, die Lösung im Umgang mit Dunning-Kruger-Typen ist einfach klare Kante. Kein Politgeschwurbel, kein Wissenschaftsgeschwurbel. Eine große Freude, in sachliche, aber klare Konfrontation reinzugehen. Naja, wir sind jetzt auch in einer Phase, weil die Regierung diesen Druck spürt. Ja. Ja? Weil die Regierung seit Amtsantritt einen Druck spürt, vor allen Dingen von der Medienseite, die ja eben mit diesen ganzen Dunning-Kruger-Leuten da angetreten ist oder antritt, dass sie in eine bestimmte Position gedrängt werden sollen, von der sie selbst überzeugt sind, dass sie ins Verhängnis führen. Das ist das Positive in dieser Geschichte. Und es wird zum ersten Mal jetzt auch den Mandatsträgern, vorher war das vielleicht eher so ein bisschen unterbewusst, ja? Also werden geladen in diese ganzen Talksendungen und dann werden sie so ein bisschen vor sich hergetrieben und alle sind da opportunistisch und populistisch ein bisschen unterwegs. Und jetzt heißt es, du musst jetzt den Gashahn abdrehen. Ne? Und dann kommt am nächsten Morgen, steht die Großindustrie vom Kanzleramt und fragt, haben sie Verstand verloren? Ja, also das sind dann Widersprüche, die sind richtig, richtig hart. Und man sollte sich überlegen, ob man diese Frame-up-Geschichten, die politische Meinung erzeugen sollen, und die dazu beitragen, dass das Vertrauen in die demokratischen Institutionen in dieser Republik dramatisch gesunken ist in den letzten Jahren. Ja. Ob man diese ganzen Gemüsesendungen, ob man die nicht aus dem Programm nimmt, ja, und vielleicht zu neuen Formaten mit anderen Menschen findet. Ja, also ob man so Town Hall-Geschichten macht oder was auch immer. Ja.
Kann man ja alles machen, kann man auch spannend gestalten, aber das sind abgetakelte Fregatten, ne? Die würden noch länger brauchen, um sie wieder aufzubauen oder zu renovieren wie die Gorch Fock. Ja. Die braucht kein Mensch mehr. Die braucht kein Mensch mehr. Und diese Knalltypen, die quasi in den Studios wohnen, ne? Weil sie jeden Abend in einer Sendung sind, aber die überhaupt keine Kompetenz mitbringen, die braucht man auch nicht. Ja, sondern ich bin jedes Mal, also wenn ich solche Sendungen mir ansehe, was ich dramatisch reduziert habe, jedes Mal heilfroh, wenn da jemand mal sitzt aus dem anderen Land, ja, wo die Hysterie nicht so zum Tagesgeschäft gehört, oder wenn da mal ein Militär sitzt. Das hätte ich mir auch nie träumen lassen. Aber wenn wirklich so jemand aus einer Generalität mal die Lage beurteilt oder so, wo ich denke, Gott sei Dank, da hat mal jemand einen kühlen Blick auf die tatsächliche Situation und zeigt die Gefahren auf, zeigt die Optionen auf und sagt vor allen Dingen, ja, man muss sich das mal vorstellen, das ist hier in der riesigen Generalität der Fall und das ist auch in den USA der Fall, ja, dass die Militärs die Mäßigenden sind. Ja. Ja. Ja? Früher hatte ich immer so das Bild, das Militär will immer, dass es Bum-Bum macht, dann sind sie gut im Geschäft. Heute sitzen die da, schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Also ich habe einen hohen NATO-Offizier, also einen deutschen Offizier, der in der NATO unterwegs war, schon 2014 erlebt und hatte ihn gefragt, was sagen Sie denn in Ihren Kreisen in Bezug auf das, was sich da gerade in der Ukraine tut. Ja, das war 2014, Maidan, Putsch, Regierungswechsel. Da hat der mir schon gesagt, wir rennen schreiend durch den Hausflur, weil so dämlich kann man eigentlich gar nicht sein. Das findet kein gutes Ende. Das haben wir jetzt. Ja, es war alles absehbar. Und wie gesagt, wenn man sich natürlich mit irgendwelchen gescheiterten Politikern, ja, deren Karrieren beendet sind, wenn man die immer einlädt und sich von denen beraten lässt, weil die ja die große Weltsicht haben, dann darf man sich nicht wundern. Und die Politik ist gut beraten, also die Politik, damit meine ich die Mandatsträger, unsere Regierung, die Minister, wenn sie sich an das Votum, das da produziert wird, nicht halten. Ja. Ja, weil das führt richtig schön direkt mit der Stirnfläche gegen die Wand. Ja, ja, und die Erinnerung jetzt Habecks oder die Erinnerung an die Verpflichtung durch den Amtseid, ist das sehr, sehr, sehr hilfreich. Also häufig sind Entscheidungen sehr komplex, aber die entscheidende Frage, die in den letzten Jahrzehnten in den Medien aufgrund meiner Erinnerung überhaupt keine Rolle gespielt hat, ist wirklich die danach, ob eine Entscheidung wirklich zum Wohle des deutschen Volkes ist. Ja. Also wenn hier ein paar hunderttausend Arbeitsplätze bis Weihnachten weg sind, das hat große, das hat Folgen in vielerlei Hinsicht, das wissen wir alle, darüber sollte man auch mal reden. Also, dass wir Eigeninteressen haben als Land, dass man der Ukraine auch, das waren vor allen Dingen die Amerikaner, das muss man dazu sagen, ja, dass man denen ziemliche Illusionen, also nicht den Ukrainern, sondern den Oligarchen, die in der Ukraine die Regierung übernommen haben. Ja, sollen hier doch keine Schauermärchen erzählen, von wegen, dass da wird vor kurzem, da habe ich gelesen, da wird die liberale Demokratie verteidigt. Ja, die Ukraine war nie eine liberale Demokratie und ist auch keine. Ja, da haben Oligarchen die Macht übernommen, aber russlandfeindliche Oligarchen, das ist der einzige Unterschied. Wenn das ausreicht, dass man sagt, da sind aber ganz tolle Verhältnisse, dann gut Nacht. Und die Nacht erleben wir jetzt. Ja, also im Grunde hat man mit einer völlig hirnrissigen Politik ist man auf diese Katastrophe zugesteuert. Und darüber würde ich mich mal unterhalten oder würde ich gerne sehen, dass sie unterhalten wird. Wird aber nicht. Ne? Und weil das alles so ein Desaster ist, sagen die sich mit ihrer grandios kompetenten Logik, also haben wir recht gehabt. Ja, wir hätten noch viel früher das Chaos anrichten müssen. Ja, das ist so selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, natürlich. Vielleicht. Okay, aber ich meine, dazu gehört dann auch, Ukraine ist, wir haben ja auch beim letzten Mal kurz drüber gesprochen, in der
in der Liste der korruptesten Staaten, da gibt es von Transparency International, gibt es jährlich ein Ranking, ist naturgemäß immer Finnland auf Platz 1 und mit glaube ich, über 90 von 100, von über 100 Prozentpunkten fast korruptionsfrei. Und die Ukraine ist auf, ich erinnere mich nicht mehr exakt, ist auf Platz 107, 108 mit einem Wert von 30%. Also die Ukraine ist entweder ein Failed State oder ist auf dem Wege dazu. Aber kein Staat, der Kernwerte der Europäischen Union verteidigt. Ja, das kommt ja dazu. Also Schaden vom deutschen Volk abzuwenden, ist das eine. Ja. Und das andere, auch die EU dahin zu treiben, die Ukraine, Georgien und Frau Baerbock jetzt, die ist ja dafür bekannt, dass sie immer noch die Rosine oben auf den Kuchen legt, ne? Dass die noch sagt, ja, und der Kosovo muss auch noch in die EU. Ja, so macht sich natürlich die EU, macht sie sich systemisch, im Grunde genommen bereitet sie den Suizid vor. Also der Kosovo ist die Drehscheibe für Waffen, Menschen und Drogenhandel in Europa. Die würde ich jetzt auch unbedingt aufnehmen. Ja, ja, also da sieht man mal wieder alles, was die Grünen so von Werten faseln. Gerd, du bist gerade weg. Ist völliger Unsinn. Die Ukraine erfüllen überhaupt keine, wenn man solche Staaten aus politischen Gründen dann mit aufnimmt. Ich bin immer noch da, oder? Dein Bild war gerade ein bisschen eingefroren. Ah, nee, bin noch da. Also, okay, ist ja aber vielleicht ganz gut. Ja, okay, also soweit Dunning-Kruger und der Einfluss, wie nennen wir die? Einfach der Leute, die keine Ahnung haben, aber so tun, als ob da. Wie hast du genannt? Dunning-Kruger, Hans Würste? Oder war das meine Person? Ja, Hans Wursten. Der eigenartige Plural. Ja, sorry, Hans Wurst in. Ja, wie auch immer. Okay. Ja, soweit das Thema. Und also vielen Dank an uns beide. Und Gruß an unsere Fans. Genau. Und nächste Woche geht es weiter. Nächste Woche stünde oder steht der 50. Podcast an. Genau, da überlegen wir uns noch was ganz Tolles. Ja, vielleicht singen wir. Genau. Okay, also okay. Macht's gut. Servus. Tschüss.